Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ermittler des Bundeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft haben wegen des Verdachts der Geldwäsche Geschäftsräume der Deutschen Bank durchsucht. Mitarbeitern des Instituts wird vorgeworfen, Kunden bei der Gründung von sogenannten Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen geholfen zu haben. Über diese seien dann Gelder aus Straftaten gewaschen worden. Hintergrund sind Enthüllungen eines internationalen Journalistennetzwerks, die vor 2,5 Jahren unter dem Stichwort Panama Papers bekannt wurden. Ganze Körbe voller Dokumente tragen Ermittler aus der Deutschen Bankzentrale. Ein Großeinsatz. 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts und der Steuerfahndung beschlagnahmen Computer und Akten. Der Verdacht wiegt schwer. Es geht erneut um Geldwäsche über Konten in Steuerparadiesen. Wir haben die Verdachtsmomente, dass diese Gelder, die dann hinterher auf die Deutsche Bankkonten geflossen sind, aus Straftaten, insbesondere aus Auslandssteuerstraftaten stammen. Das hätte die Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche anzeigen müssen. Aufmerksam wurden Ermittler des BKA im Sommer, als sie weiteres Datenmaterial der Panama Papers ausgewertet hatten. Verdächtige Unregelmäßigkeiten in Steueroasen waren 2013 auch schon der Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ aufgefallen. Die Reporter hatten die Deutsche Bank mehrfach mit ihren Erkenntnissen konfrontiert. Aber die Bank hatte Verstrickungen immer wieder zurückgewiesen. Heute gab es von der Deutschen Bank nur ein Statement. Keine Nachfragen erlaubt. Wir waren der Ansicht, dass wir alle relevanten Informationen den Behörden zum Sachverhalt Panama Papers bereitgestellt hatten. Selbstverständlich werden wir nun mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt eng kooperieren. Brisant daran, die Vorgänge sollen bis in dieses Jahr reichen. Demnach hätte die Deutsche Bank auch noch Jahre nach Bekanntwerden der Panama Papers ihre zweifelhaften Offshore-Geschäfte fortgesetzt. Beobachter glauben, dass die Durchsuchungen Signalwirkung für die ganze Branche haben. Aus meiner Sicht ist diese Razzia zunächst einmal ein ganz klares Zeichen, wie ernst die Staatsanwaltschaft Geldwäsche-Themen nimmt. Das ist ein Zeichen an die Öffentlichkeit und auch ein Zeichen an andere Bankinstitute. An der Börse verlor die Aktie der Deutschen Bank heute fast 3,5%. Die heutige Razzia lässt Zweifel aufkommen, ob die Risikokontrolle der Bank wirklich funktioniert. Der Bayer-Konzern hat einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Weltweit sollen in den kommenden 3 Jahren 12.000 Stellen gestrichen werden, viele davon in Deutschland. Geplant ist auch, einzelne Unternehmensbereiche zu verkaufen. Die Maßnahmen sind Teil eines umfangreichen Konzernumbaus. Bayer hat in diesem Jahr den US-Saatguthersteller Monsanto für mehr als 50 Milliarden Euro übernommen. Bayer kämpft um seine Zukunft. Der Aktienkurs des Leverkusener Konzerns sinkt seit Monaten. Jetzt ist klar, Stellenabbau, Neuorganisation und Teilverkäufe. In der Belegschaft gab es schon seit Wochen Gerüchte. Ich finde das traurig, vor allen Dingen für die betroffenen Mitarbeiter. Ich würde mal sagen, das Management hat da irgendwo einen großen Fehler gemacht in der Vergangenheit. Wenn man halt so lange eine Familie war, und das ist ja ein Unternehmen, da verbringt man viel, viel Zeit, dann ist es natürlich erstmal schmerzhaft, auch wenn man die betriebswirtschaftlichen Gründe dahinter vielleicht nachvollziehen mag. 12.000 Stellen plant die Bayer AG bis 2021 weltweit abzubauen. Wie viele davon in Deutschland, wollte der Vorstand noch nicht sagen. Aber es sei ein signifikanter Teil. Keine Stellungnahme vom Vorstand, lediglich ein Unternehmensvideo. Hier betont Bayer vor allem den mit dem Betriebsrat geschlossenen Plan. Mit den Arbeitnehmervertretern haben wir uns darauf verständigt, in Deutschland bis Ende des Jahres 2025 grundsätzlich keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen. War die Monsanto-Übernahme mit gut 54 Milliarden Euro zu teuer? Der Vorstand sagt deutlich nein. Das Ziel nun? Vor allem das Kerngeschäft mit Arzneimitteln wieder zu stärken. Zudem sollen im Pflanzenschutzgeschäft und bei den übergreifenden Konzernfunktionen Stellen abgebaut werden. Von ineffizienten Sparten wie der Tiermedizin oder Sonnenschutz- und Fußpflegeprodukten will sich Bayer ganz trennen. Also da ist natürlich schon in der Vergangenheit einiges falsch gelaufen. Und natürlich ist es so, dass jetzt restrukturiert wird. Das ist immer bitter. Wir haben dafür gesorgt, dass dabei keiner auf die Knie fallen wird. Also es wird sozialverträglich gemacht. Nächsten Montag will der Betriebsrat die Belegschaft informieren. Die Zahl der Arbeitslosen ist im November auf ein neues Rekordtief gesunken. Die Nürnberger Bundesagentur beurteilte heute auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt als günstig.
Insgesamt waren im November 2.186.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 18.000 weniger als im Oktober und 182.000 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote sank auf 4,8%. Die geplanten direkten Finanzhilfen des Bundes für die Länder haben die erste Hürde genommen. Der Bundestag stimmte mit 2/3-Mehrheit einer Grundgesetzänderung zu. Sie soll ermöglichen, dass der Bund etwa Computerausstattung an Schulen, Wohnungsbau und Nahverkehr fördert, was bislang Ländersache ist. Nun muss noch der Bundesrat zustimmen. Dort gibt es aber Bedenken mehrerer Länder. Erdkundeunterricht auf dem Tablet. Digitales Lernen ist an vielen Schulen noch Zukunftsmusik. Schnelleres Internet, mehr Ausstattung, digitale Fortbildungen für Lehrer. Die Bundesregierung will Länder und Kommunen mit mehr als 5 Milliarden Euro unterstützen. Bildung aber ist Ländersache, der Bund ist nicht zuständig. Das in Teilen zu ändern, war heute Gegenstand der Bundestagsdebatte. Das alles sind ganz wichtige Dinge, über die überall immer wieder diskutiert wird. Und deshalb ist es wichtig, dass neben den unglaublich hohen Mitteln, die die Länder und Gemeinden für unsere Schulen bereitstellen, auch der Bund sich daran beteiligt, damit diese wichtigste Zukunftsentwicklung in unserem Land nach vorne bewegt werden kann. Über Parteigrenzen hinweg wurde ein Kompromiss gefunden. Außer der AfD sprechen alle Fraktionen von einem Schritt in die richtige Richtung. Die Tür zur Reform des Bildungsföderalismus sei zumindest einen Spalt geöffnet. Bisher ändern wir ja nur das Grundgesetz aus Anlass des angekündigten Digitalpaktes. Was dann konkret die Große Koalition daraus macht, das wird sich zeigen. Die AfD ist gegen die Grundgesetzänderung, bezeichnet sie als Frontalangriff auf die föderalen Strukturen. Ähnliche Kritik kommt aus einigen Ländern, etwa dem grün mitregierten Baden-Württemberg. Daher gab es auch einen Appell an die eigene Partei in der Länderkammer. Jetzt hoffe ich sehr, nachdem wir dieses Signal geschaffen haben, nachdem wir diese Grundlage geschaffen haben, dass die Länder dieses Signal der Zusammenarbeit und der Kooperation aufnehmen. Am Ende gibt es die 2/3-Mehrheit für die Grundgesetzänderung. Nun muss noch im Bundesrat entschieden werden. Und dort ist der Ausgang der Abstimmung ungewiss. Der Bundestag unterstützt mehrheitlich den UN-Migrationspakt. Ein Antrag der Koalition wurde mit 372 Stimmen angenommen. Das sind 26 weniger, als die Regierungsfraktionen Sitze haben. Der Migrationspakt soll weltweite Standards schaffen, ist aber rechtlich nicht bindend. Deshalb war die Abstimmung im Bundestag eigentlich nicht notwendig. AfD und Teile der Union hatten aber eine Debatte über das Thema verlangt. Der Bundestag bekennt sich zum UN-Migrationspakt. Zugleich müsse die Bundesregierung aber sicherstellen, dass Deutschland in Fragen der Migration weiterhin eigenständig handeln könne. Genau das steht zwar schon im Pakt selbst, doch eine Klarstellung war offenbar nötig. Der Außenminister kritisiert, der UN-Pakt werde innenpolitisch missbraucht. Tatsachen werden gezielt verdreht und Behauptungen aufgestellt, die an Böswilligkeit nicht zu überbieten sind. Etwa jene, dass der Pakt das Recht souveräner Staaten bei Migrationsfragen einschränke. Wir wollen eine faire Verteilung der Lasten der Migration auf alle Länder. Und die nationale Souveränität Deutschlands steht nicht ansatzweise zur Disposition. Die AfD übt weiter grundlegende Kritik an dem Pakt, denn der würde eine Sogwirkung entfalten. Millionen wanderwilliger Afrikaner sitzen auf ihren Koffern. Der Pakt verheißt denen die soziale Hängematte. Die AfD verbreite wissentlich Unwahrheiten, so Redner der anderen Fraktionen. Migration, nächste Lüge der AfD, soll erleichtert werden. Sie können in den Text schauen, da steht ausdrücklich drin, Migration soll zurückgedrängt werden. Die Menschen sollen zu Hause ihr Leben aufbauen, wenn es denn irgendwie geht. Kein Staat verliert durch den Globalpakt seine Hoheit. Keine Grenze wird abgeschafft. Kein Migrant geschleust. Und wer anderes behauptet, der irrt. Oder schlimmer noch, verwirrt die Öffentlichkeit. Morgen wird der Bundestag erneut über den Pakt debattieren. Auf Antrag der AfD, die von der Bundesregierung noch ein Bekenntnis fordert, dass der Pakt wirklich nicht verbindlich sei. Obwohl genau das heute schon beschlossen wurde. Die AfD ist erneut mit einem Personalvorschlag für das Bundestagspräsidium gescheitert. Die hessische Abgeordnete Hader Kühnel bekam im ersten Wahlgang keine Mehrheit. Ein zweiter Wahlgang ist für Dezember geplant. Bislang stellen alle Parteien außer der AfD einen Stellvertreter von Bundestagspräsident Schäuble.
Der ursprüngliche AfD-Kandidat Glaser war vor rund einem Jahr durchgefallen. Danach hatte sich die AfD zunächst geweigert, jemand anderen vorzuschlagen. Nach dem Zwischenfall vor der Krim hat Bundeskanzlerin Merkel heute eine friedliche Lösung des Konflikts gefordert. Beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin wies sie die Forderung Kiews nach militärischer Unterstützung zurück. Zugleich kritisierte Merkel, dass Russland die freie Zufahrt zu wichtigen ukrainischen Hafenstädten erschwere. Die russische Küstenwache hatte am Sonntag Schiffe der ukrainischen Marine bedrängt und mehrere Soldaten festgenommen. Ein Auftritt Merkels, zwei Adressaten. Die eine Botschaft sendet die Kanzlerin beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Richtung Moskau. Keine Lockerung der EU-Sanktionen. Und eine weitere in Richtung Kiew. Ruhe bewahren. Eine klare Absage also an die Forderung des ukrainischen Präsidenten Poroschenko nach militärischer Unterstützung. Wir haben trotzdem die Bitte, auch von ukrainischer Seite klug zu sein. Denn wir wissen, dass wir die Dinge ja auch nur vernünftig und nur im Gespräch miteinander lösen können, weil es keine militärischen Lösungen all dieser Auseinandersetzungen gibt. Die Ukraine zeigt sich dankbar, dass Deutschland klar Stellung bezieht zu den Spannungen im Asowschen Meer und fordert doch eine härtere Haltung gegenüber Russland. Wir hoffen auf eine Konsolidierung unserer Partner, dass wir einen gemeinsamen Mechanismus erarbeiten und die Sanktionspolitik verschärfen. Der deutsche Außenminister jedoch ganz auf Merkels Linie. Wir stimmen uns dazu auch eng mit unseren europäischen Partnern ab. Klar ist, wir werden diese Krise weder mit der Brechstange noch mit dem Megafon beilegen können. Das wird nur im Dialog möglich sein. US-Präsident Trump wünscht sich, US-Medienberichten zufolge, dass Merkel vermittelt. Beim G20-Gipfel in Argentinien wird Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin über den Konflikt sprechen. Wieder einmal sind alle Augen auf Angela Merkel gerichtet, wenn die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine zunehmen. Klar ist, dass die Kanzlerin von Putin und Poroschenko respektiert wird. Doch auch wenn sie den Ruf genießt, die internationale Ordnung zu verteidigen, eine Lösung ist nicht in Sicht. Und ganz nebenbei muss sie darauf achten, dass die Europäer mit einer Stimme sprechen. Wegen der Ukraine-Krise hat US-Präsident Trump ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin am Rande des G20-Gipfels abgesagt. Trump nannte als Grund, dass Russland noch nicht die ukrainischen Schiffe und Soldaten freigegeben habe. Schwerpunktthemen auf dem morgen beginnenden Gipfel in Buenos Aires werden der Ukraine-Konflikt und der Handelskrieg zwischen den USA und China sein. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden wegen der erwarteten Demonstrationen massiv erhöht. Buenos Aires wird abgeriegelt, höchste Sicherheitsstufe für den G20-Gipfel mit mehr als 20.000 Einsatzkräften. Bereits angereist ist Kanadas Premierminister Trudeau. Er gilt als Kritiker des US-Präsidenten Trump, der diesen Gipfel dominieren könnte. Ein geplantes Treffen mit Russlands Präsident Putin zum Ukraine-Konflikt hat Trump kurzfristig abgesagt. Donald Trump als Persönlichkeit ist nicht berechenbar. Das wissen zwar alle Staatschefs, dennoch kann dies dem Gipfel eine unerwartete Wendung bringen. Den G20-Gipfel überschattet auch der Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Länder hatten wechselseitig Zölle erhöht. Jetzt wollen Trump und Chinas Staatschef Xi unter vier Augen reden. In Buenos Aires versammeln sich auch Globalisierungskritiker. Für sie sind die G20-Staaten mitverantwortlich für globale Probleme. Wir erleben eine heftige zivilisatorische Krise. Neben dem Klimawandel herrscht weltweit Armut und es wüten Kriege. Für dieses Desaster sind diese Staatschefs verantwortlich. Für morgen haben die G20-Kritiker einen Protestmarsch angekündigt. In der Bundesregierung geht man von sehr schwierigen Verhandlungen aus. Offenbar rechnet Berlin nicht mit Fortschritten in den Fragen Handel, Klima und Migration. Man sei schon froh, wenn es keine Rückschritte gäbe, heißt es. In den USA gerät Präsident Trump durch eine Aussage seines früheren Anwalts Cohen unter Druck. Cohen räumte vor Gericht ein, den Kongress in der sogenannten Russland-Affäre belogen zu haben. Es sei dabei um ein geplantes Immobilienprojekt Trumps in Moskau gegangen. Sowohl der US-Kongress als auch Sonderermittler Mueller prüfen, ob es bei der Präsidentenwahl 2016 Absprachen zwischen Trumps Team und Russland gab. Trump nannte Cohens Äußerungen eine Lüge. Der 52-Jährige habe nur eine mildere Strafe erhalten wollen.
Die Erde heizt sich weiter auf. Die vergangenen 4 Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte die Weltwetterorganisation mit. Dieses Jahr dürfte das viertwärmste überhaupt werden. Setze sich der Trend fort, könnte die Temperatur in diesem Jahrhundert um bis zu 5 Grad steigen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 30. November. Noch bleibt es im Osten frostig. Am Wochenende setzt sich aber landesweit die Milderung durch. Heute Nacht fällt zunächst im Norden und Westen gebietsweise Regen, später im Osten und Südosten. Dort ist auf gefrorenem Boden mit erheblicher Glätte zu rechnen. Morgen bleibt es wolkenverhangen. Erst regnet es nur regional etwas, im Tagesverlauf im Süden und Osten dann häufiger und teilweise gefrierend. Heute Nacht am Niederrhein noch 9, im Erzgebirge bis zu -6 Grad. Dort bleiben die Temperaturen morgen im Frostbereich. Im Westen werden bis zu 12 Grad erreicht. Am Samstag erst Sonne, Wolken und Nebel, später im Westen Regen. Der breitet sich am Sonntag aus, im Osten zunächst noch freundlich. Am Montag unbeständig mit zum Teil kräftigen und gewittrigen Regenfällen. Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. UN-Migrationspakt, wie Rechte im Netz Stimmung machen. Und vom Kult zur Kultur, warum Reggae zum Welterbe wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.